Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe wieder ein paar Leaks für euch, es sind ein paar Spoiler dabei, vier neue Waffen, die neue Battle Royale Map, allesamt mit Gameplay, die Battle Royale Map mit der Skybox, wie ich es in einigen der letzten Videos gesagt habe. Die Skybox ist genau diese von der Encore Map. Die Arena-Map, die Heimat von Seer, sieht ultra nice aus. Die restlichen Texturen der Map sind noch nicht fertig, deswegen sieht das alles noch ein bisschen bescheiden aus. Aber bis November ist ja noch ein bisschen Zeit, bis dann ist die Map sicherlich fertig. Ich freue mich, sie ist auf jeden Fall ein Stück weit kleiner als Stormpoint, Gott sei Dank. Da ich auf meinem Drittkanal dieses Gameplay schon hochgeladen habe, für alle, die es schon gesehen haben, zeige ich das zum Schluss. Ich zeige euch jetzt erstmal die vier Waffen. Zwei dieser Namen kommen uns auf jeden Fall schon bekannt vor. Zum einen... Moment, stopp. Und das ist schon sehr crazy. Ihr seht hier den Ladebalken der Nemesis. Ich rede erstmal über die Nemesis im Allgemeinen. Sie wurde schon mal in einem Trailer von Apex Legends gesichtet. Da ging es um den Arena-Modus, Waffenauswahlbildschirm. Und dort hat man als Platzhalter, damals war das noch das Waffen-Icon der 301, da diese Texturen, also nicht nur die Waffe selber im Trainingsgelände und auch unten rechts das Logo der Waffe jetzt final fertig sind, können wir davon ausgehen, dass in Season 13 das die nächste Waffe sein wird. Wir jetzt in Season 12 haben wir ja keine neue Waffe bekommen. Wir sehen, können wir aktuell noch nicht sagen. Also ihr seht den Ladebalken, genauso wie bei der Rampage. Der lädt sich jetzt auf einmal nur durch bloße Schüsse auf. Was das genau für einen Effekt hat und warum sich das auflädt, keine Ahnung. Das kann auch sein, dass das hier final noch nicht fertig ist. Auf jeden Fall kann man sie irgendwie chargen. Sie hat zwei verschiedene Feuermodi, Burst und vollautomatisch, sieht man selber, und sie scheint extrem präzise zu sein. Wie gesagt, Season 13 ist es wahrscheinlich soweit, eine Energiewaffe, und ich freue mich ultra überhaupt auf eine neue Waffe. Als nächstes kommen wir, na komm, es gibt schon weiter, wir kommen jetzt, na genau, zur Scorpion C80. Wundert euch nicht, hier ist es nämlich genau der Punkt. Diese Waffe sieht aktuell noch wie die Havoc aus. Bei dieser Waffe ist es so, dass die mit Pfeilen schießt. Vollautomatisch. Das sieht extrem geil aus und auch der Schadensoutput, der ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich glaube, der Rückstoß scheint doch ein Stück weit stärker zu sein. Als nächstes kommen wir, Moment, haben wir zur C80 noch irgendwas anderes zu sagen? Nö, es ist auf jeden Fall die zweite Waffe, die mit Pfeilen rumballert. Die Maelstrom, die wurde auch schon mal geleakt, habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Es ist ein leichtes Maschinengewehr. Und hat eine ziemlich krasse Feuerrate. Und ich gehe mal davon aus, dass die ein Stück weit einfacher als die Devotion zum Beispiel zu handeln ist. Ansonsten können wir noch nicht so viel dazu sagen. Was auf jeden Fall klar sein sollte, darüber habe ich mich auch schon gesprochen, damals als die erstmals geleakt wurde, sie hat so eine Art Perk. Ich kann mich leider nicht mehr genau daran erinnern, was der Perk bewirkte. Darum soll es jetzt aber auch nicht gehen. Und als vierte Waffe haben wir eine Akimbo-Waffe. Zum einen, wenn wir die aufheben, haben wir definitiv sofort zwei Waffen in der Hand. Wir können die Waffen getrennt voneinander abfeuern und es gibt einen Aufladeschuss. Zieht euch das jetzt gleich mal genau rein. Achtung, gleich kommt der Schuss. Jetzt, zack. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier keinen Interpretationsfehler habe oder ob man die auch schnell triggern kann. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, mal eine Akimbo-Waffe ist schon crazy, aber da braucht man doch ein bisschen besseres Aim, weil du die einfach mal, ja, man kann die, genau, man kann die ganz normal einzeln losfeuern oder wahrscheinlich eben den Schuss gedrückt halten und dann kannst du da fleißig drauf losballern. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Jetzt zeige ich euch gleich im Anschluss noch die neue Battle Royale Map. Wie gesagt, die ist ein Stück kleiner als die Stormpoint Map. Die Texturen sind allesamt noch nicht fertig. Aber die Skybox, wie es schon sagte, von der Encore Arena Map sieht ultra nice aus. Wir sehen nicht nur Gameplay von der Map, wir sehen dann auch die Minikarte. Die wird öfter mal in diesen Sequenzen geöffnet. Dort siehst du schon die Namen der Locations und so weiter und so fort. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Sehr interessant. Ich freue mich auf die neue Map. Lasst mich ansonsten inhaltlich wissen, was ihr von dem ganzen Spaß wie immer haltet. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag, wenn ihr tagesaktuell das Video seht. Einen schönen Start in die neue Woche und am Dienstag gibt es voraussichtlich den nächsten Apex Livestream, denn dort startet das neue Collection Event mit dem Krypto-Erbstück und der Kontrollmodus kommt zurück.
Auf Kings Canyon beim Caustic Spot. Mein Gott, ich habe heute aber so schwierigen Wortfasching, das geht auf keine Kur. Ich wünsche euch noch was, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao und viel Spaß bei der Map jetzt.